willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ja, der schwerste Teil der Mission zickt ja sehr rum gerade. Puh, ja, und der nächste Versuch. Das Heilmittel ist platziert. Schalten Sie die Ventilation. Tarne mich! Fehler! Kontrollen der Ventilatoren locken. Es gibt zwei. Eine auf jeder Seite des Raums, in dem sie sich kommen. Alles klar. Ja. Gehe auf Tauchstation. Bestätige. Hier schon. Ela, werde getroffen. Rein da, los. Ach, der hier läuft. Bringen wir den anderen zum Laufen. Ja, hoffen wir mal, dass wir es auch schaffen, ne? Jetzt siehst du mich. Durchschlagmunition wäre cool. Effektiver Schuss. Werde getroffen. Verschwinde! War ich das? Unter Beschuss. Werde getroffen. Wo ist der Kugana? Okay, warten wir auf den. Ziel eliminiert. Oh.
gibt's doch nicht. Treffer beim Ziel. Was? Jetzt siehst du mich. Fuck. Vorsichtig. Du musst dich wieder versagen. Leute? Siehst du mich? Unter Beschuss. Werde getroffen. Oh, also sind die begrenzt. Ich dachte, die wären unendlich. Puh, na, das ist ja. Oh. Quick save. Yes. Oh. Was ein Kampf. Beide Ventilatoren laufen. Gehen wir zurück zu Mordin. Medigil. Fuck, hab das ich's sollten noch Sie sich merken. Umweltsystem aktiviert, Virusdichte in der Luft sinkt, Patienten erholen sich, die Borcher ziehen sich zurück. Gut gemacht, Shepard. Danke. Auch ich möchte Ihnen danken. Diese Batarianer hätten kurzen Prozess mit mir gemacht. Für einen Moment dachte ich, sie würden sie erschießen, obwohl sie mich bereits freigelassen hatten. Ich habe versprochen, Sie zu verschonen, wenn Sie sie gehen lassen. Und ich halte meine Versprechen. Sie haben Gnade gezeigt. Riskant. Ich hätte sie erledigt. Professor, wie können Sie so etwas sagen? Sie sind Arzt. Ihr ganzes Streben besteht darin, Leuten zu helfen. Es gibt viele Arten, Leuten zu helfen. Manchmal heilt man Patienten, manchmal tötet man gefährliche Individuen. Beides hilft. Sehen Sie nach den Patienten. Es gibt viel Arbeit. Und denken Sie über meine Worte nach. Guter Junge, etwas naiv. Er wird es lernen. Ich übergebe ihm die Klinik. Er müsste das schaffen, jetzt, wo die Watcher weg sind. Wir haben die Seuche besiegt. Werden Sie uns nun dabei helfen, die Kollektoren aufzuhalten? Ja, es ist unerwartet, mit Cerberus zusammenzuarbeiten. Mann. Viele Überraschungen. Muss nur noch die Arbeit in Klinik abschließen. Wird nicht lange dauern. Treffen uns bei Ihrem Schiff. Ich freue mich darauf. Juju. Ich werde mich kurz umsehen. Wo waren die? Erstmal mit ihnen noch mal kurz schnacken. Ich kann nicht glauben, dass Mordin das alles gesagt hat. Ich dachte, ich würde ihn kennen. Ach, hier sind sie. Danke, dass Sie uns hergebracht haben. Und dann war doch hier noch irgendwo unser. Die Watcher sind weg.
Da sollten die Blue Suns wieder die Kontrolle über den Bezirk übernehmen können. Nee. Wieder alles nur noch. Hör? Diese Klinik hat mir während der Seuche Zuflucht gewährt. Vielleicht werden sie jetzt meine Hilfe brauchen. Ja, Mission erfüllt. Wuhu, nach 3 Millionen Folgen. Zusammenfassung, bla bla bla. Canifex. Sturmgewehrschaden, yay. Medical-Kapazität, auch sehr nice. Credits. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, geht eigentlich. Das war ganz schön heftig, ja. Willkommen auf der Normandy, Professor. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, sehr aufregend. Cerberus arbeitet mit Aliens zusammen. Unerwartet. Erweitert der Unbekannte etwa sein Spektrum? Weg vom menschzentrischen Weltbild? Wohl kaum. Die Kollektoren haben Kolonisten aus den Außenbereichen der Terminus-Systeme entführt. Es gab keine Notsignale und keine Anzeichen eines Angriffs. Es gibt praktisch keine Beweise dafür, dass überhaupt etwas Ungewöhnliches passiert ist. Außer, dass sämtliche Männer, Frauen und Kinder verschwunden sind. Vielleicht Gas? Nein, verbreitet sich zu langsam. Sie müssen hier nicht rumsitzen und raten. Wir haben Proben von einer der betroffenen Kolonien. Sie sollen sie analysieren und herausfinden, wie die Kollektoren es angestellt haben. Ja, natürlich. Proben analysieren. Werde dazu ein Labor brauchen. Auf dem Kampfdeck befindet sich ein vollständig eingerichtetes Labor, Professor Solus. Wenn etwas fehlt, füllen Sie bitte ein Anforderungsformular aus. Wer spricht da? Pilot? Nein. Synthetische Stimme. Emotionaler Tonfall simuliert. Könnte es... Nein. Vielleicht. Muss fragen. Ist es eine VI? Dieses Schiff verfügt über eine virtuelle Intelligenz. Eine VI an Bord? Nichtmenschliche Crewmitglieder? Cerberus muss verzweifelter sein, als ich dachte. Die Kollektoren haben Zehntausende von Kolonisten entführt. Wir tun alles, was nötig ist, um sie zu finden und die Sache zu beenden. Ja, natürlich. Können nicht riskieren, wie die Kolonisten gefangen zu werden. Müssen Technologie identifizieren und neutralisieren. Brauche Proben. Wo geht's zum Labor? Folgen Sie mir, Professor. Puh, ja, dann werden wir mal einige Updates machen und... Jo, zack. Da... Andere Seite. Nee, war doch richtig. Scheiße. Techlab, steht sogar Techlab dran. Wir haben sogar ganz schön viel zum Freischalten. Medigel-Kapazität auf jeden Fall. Hallo? Ach, wir haben nicht. Ups, falsche Seite. Hier müssen wir hin. So, Medigel-Kapazität. Zack. Zack. So, dann Prototypen. Munition für schwere Waffen, natürlich. Nehmen wir. Prototypen. Avalanche habe ich noch nie benutzt. Also noch nie wirklich. Bauen wir mal lieber den Raketenwerfer aus. Ach, warum nicht? Sind ja bloß Iridium 15.000. Okay, ist alles bis jetzt. Panzerungstraumamodul. Jo. Was, wir können Medigil nochmal updaten? Natürlich. Immer her damit. Notfallschilder. Das ist auch ziemlich geil. So, Waffenupgrades. Präzisionsgewehr. Neat. Für die gesamte Gruppe, okay. Okay, dann macht das Sinn. Da die alle irgendwie alle Sturmgewehre benutzen, außer ich. Durchschlag, ja. Auch Rinder, immer Rinn. Mensch, da haben wir ja schon einiges gefunden. So,
Realitätsmission haben wir noch nicht vor ihm, also brauchen wir mit ihm noch nicht weiter schnacken. Schauen wir mal hier. Na, Kelly? Mordens Psychoprofil enthielt bereits eine Warnung für Hyperaktivität. Aber der ist ja wie ein Hamster mit Koffeinschock. Er wird ein überaus produktives Teammitglied sein. Wie auch immer. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Legion würde gerne im KI-Kern auf dem Crewdeck mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Hast du mir das nicht gerade gesagt? So, ungelesene Nachrichten. Sie sind nicht tot. Oh, Emily Wong, ja. Chuck, Chuck. Achso, die Narben heilen. Nö, die sehen cool aus. Können sie bleiben. So, wenn wir mal kurz zu Joker heizen. Wir haben einen Geth an Bord und er ist kein Gefangener. Ist das zu glauben? Der Commander hat mehr Geth erledigt als irgendjemand sonst. Der hier muss was Besonderes sein. Yep. Auch wenn das erst kommt. Oh Gott, hoffentlich kackt das Spiel dann nicht ab. Oh. Passe Ausgleich an, Komma 1-2. Mach da mal fertig da, ihr... Ja. Man muss echt gut sein, um ein Schiff im Vakuum zu parken. Wer was anderes behauptet, lügt. Eddie? Kein Kommentar? Ja, Shepard? Ich möchte mehr über Sie wissen. Haben Sie eine spezifische Frage? Wie kommen Sie mit Joker zurecht? Mr. Moreau traut mir nicht. Es stört ihn, dass ich auf den Computern seines Schiffes installiert wurde. Stimmt, weil die letzte Norman, die bestens funktionierte, auch ohne, dass eine VI mich auf offenstehende Luftschleusen aufmerksam gemacht hat. Warum heißen Sie Edie? Edie bedeutet eigentlich EDI und ist eine Abkürzung für erweiterte Defensivintelligenz. Was ist Ihre Aufgabe an Bord des Schiffes? Ich bediene die Elektronik und die Cyberkrieganlagen des Schiffs im Kampf. Meine Reaktionszeit ist erheblich kürzer als die jedes organischen Wesens. Ich sammle die Berichte der Überwachungsanlage an Bord des Schiffs für den Unbekannten. Ich erfülle weitere Funktionen, die derzeit noch der Geheimhaltung unterliegen. Okay, Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Joker? Commander! Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandy, die alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Wenn Sie es nicht hören wollen, drehen Sie den verdammten Ton ab. Das ändert gar nichts. Es beobachtet dann immer noch, wie diese unheimlichen Kinder, die dich im EDV-Unterricht fortwährend anstarren. Du würdest ihnen am liebsten eine reinhauen, aber sie sind anders und zünden dann irgendwas an oder so. Okay, das ging jetzt etwas zu weit, aber sie wissen, was ich meine. Es ist ihr Problem, nicht meins. Danke vielmals. Ich werde es mir merken. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ah, ja. So... Wir werden gleich mal schauen, was unser Missionsstand sagt. Und dann werden wir mal entscheiden, was wir machen. Erstmal speichern. So, Tagebuch. Kasumi, ja, die Dingsquest. Legion, das ist auch Loyalitätsquest, Kollektoren aufhalten. Ja, Teamzusammenstellung. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viele Loyalitäts... Oder war das nur die Leute? Ich weiß gar nicht. Da müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Warlord. Jo. Archangel. Die Gefangene. Purgatory. Key. Overlord der
Schlüssel. Jo, Feuergänge. Abschutzstelle der Normandie. Oh ja, das können wir in der nächsten... Obwohl... Ja, machen wir das in der nächsten Folge. Oh, halt, Hund. Wo müssen wir denn noch hin? Archela, Amada. Okay. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye.